Hallöchen, Freunde der Sonne, willkommen zurück zu Minecraft Season Nummer Uno. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen Du weißt schon, und dass wie immer, auch Uno wenn wir das 1 jetzt schon heißt? im Season Uno, Achso, Trottel. ich habe Folge Uno verstanden. Nein. Ja, wie in den anderen Folgen auch, könnt ihr unten in der Beschreibung von diesem Video sehen, wo die könnt ihr auf die anderen Videos klicken, indem ihr einfach dem Link folgt dann. Haben wir nur vergessen, immer wieder anzusagen. Ja, Ja, aber das passiert. wissen die Zuschauer, die sind ja richtige Dauerbrenner. Und der ist schlau. Ja, richtig. Well done. Ist halt nicht jeder wie Willi. Ich sag's dir nichts mehr. Willi ist immer noch salty. Unser Jay. Ich bin nicht salty. Ich war noch nie salty in meinem Leben. Du bist die ganze Soll Zeit das? salty. Bin ich überhaupt nicht, Ich hab Dias Mann. gefunden! Ich brauche jetzt ein Netherportal. Ich brauche Ja, ist Quarz. klar. Finde Übertreib doch ich. gleich. Finde ich fair, Steve. Macht man nochmal Obsidian? Was? Ich Lava mach's gar und nicht. Feuer, Wasser Lava und auf Lava Wasser. kippen, ne? Muss abbauen. Oh, Äpfel. Äpfel. Ganz viele Äpfel. Hat jemand Lava? Für mich? Nee. Ich Nein. nicht. Standard. Ja, an sich schon Standard, aber ich habe mir noch nichts geholt. Wer ist denn grün von euch? Ach, Steve. Steve, du bist in meiner Nähe. Hey. Hi. Du kannst rüber in meine Ecke gehen und dir eine Dia-Spitzhacke holen. Gesundheit. Danke, Die Anke. brauchst du zu. Steve, die brauchst du zum Abbauen von Obsidian. Vergiss es nicht. Ach ja, hast Ich du hab einen für mich? Feuerzeug. Wie ich mir ausleihen Ja, deswegen könnte? meinte ich doch. Ja, in meiner Höhle unten. Er meinte doch, er hat Wo für ist denn jeden deine eine. Höhle? Wo ist denn Anne, deine Höhle Höhle beim angewendet. Wachturm. Hinter dir ist der Wachturm und dann runter. Da ist eine Luke. Was hast du gerade gesagt, Timschki? Lava Unsere Hilfe rufen? wäre behindert. Nein, Lava habe ich nicht, deswegen ja. Lava? Auch nicht in deiner Höhle? Ja, du darfst in meine Höhle und dir eine Dia-Spitzhacke gönnen. Das ist voll süß von dir. War nicht Siehst du derjenige, den der keine Wachturm? wollte? Ja, Keine ich bin Ahnung. ja schon im Weg, ich brauchte Wasser. Wie gesagt, André hat der Dias gefunden, dann Ja, ich kann meinen auch zur gönnen Not wir alle. selber herstellen. Genau. In der kleinen Truhe, Warum Steve. rauscht eigentlich André immer? Wer hat Also. Feuer ausgebreitet von euch? Ich nicht. Wieso haben Klingt Sie denn ruhig, ich Haus war gerade auf dem abgefackelt? Weg zu. Irgendwas brennt hier. Ja, frag mal, der so schäbig lacht. Was? Guck mal, wer sich Willi. angesprochen fühlt. Hä? Ich hab mich verstanden, ich hab's akustisch nicht verstanden, was du gesagt hast. Mann, irgendjemand hat hier den Wald abgefackelt. Nein, mein Haus! Ich hab Wer Lava hat gefunden. die Bäume abgefackelt? Keine Ahnung, ich lösche sie Oh. gerade. Mein Haus! Liebe Leute, deswegen ist mein Haus aus Stein. Ja, Willi, dafür kann ich jetzt leider nichts, ja. André, Alter, what deswegen ist the mein Haus fuck? im Untergrund. Das war locker André, ey. Ich bin die ganze Zeit in der Höhle. Wie soll ich denn Haus umfackeln? Warum klingt André jetzt eigentlich so weit weg? Wer behindert das? Wieso? Hä? Ich bin irgendwo in der Weil du Höhle. klingst ja so richtig stumpf. Ja, dafür kann ich aber nicht. Bisschen stumpy, aber kein Hobbit. Alles Sie wird hängt gut. gerne ab mit ihren Elfenfreunden. Ja. Der Schinken ist gut für ihre Zellulite. Hätte ich ihn gestochen, ey. Okay. Ich glaube, Willi steht unter Drogen. Vielleicht hat ihn das Skorpion gebissen. Oder gestochen. Glaub ich auch. Alter, was ist denn los mit euch? Ruhig dich doch mal. Was ist los mit dir? Alter, steh doch mal!
Nee. Chill. Ich möchte jetzt wissen, was mit dir los ist. Nichts. Warum bist du so? Hier ist noch mehr Obsidian, wenn ihr dann mehr Obsidian braucht. Und hier sind quasi oben an der Oberfläche. Den habe ich jetzt weiß. Obsidian gemacht. Schaf, wo bist du hin? Ich brauch dich. Ach, da. Komm. Stopp, Schaf. Komm. Es wird dunkel, verunkel. So, ein Schaf habe ich schon mal. Ein Schaf? Ja. Eis Schaf. So, ich glaube, ich bewege mich mal langsam auf dem Weg nach draußen. Das Eisen nehmen wir noch mit. Ah, eine Wasserleiche. Nein. Ich hab keinen Platz mehr für Eisen. Was ist los? Was ist Pech? Okay, fast gestorben. Ido, Sau, Alter. Was sagst du denn so eklig, Mann? Ist ja widerwärtig. Scheiß auf das Holzschwert. Schau mal, glaube ich, ins Getreidefeld. War ich gerade. Und wie läuft's? Ja. Wunderbar. Wie freut also mich. Ich hab schon Getreidefeld. Hat jemand zufällig noch 5 Millionen Leitern übrig? Ich hab ein paar Leitern. Ja, ich hab ein paar Leitern. Bei mir im Haus. Ich hab 24. Bist du bei dir zu Hause gerade? Nee. Ich? Ja. Ich bin zu Hause, ja. Dann komm ich kurz rum. Okay. André ist nicht zu Hause? Nee. Nee, wie immer nicht. Jetzt wäre schon wieder ein Puff. Wie immer, ja. Nein! André ist erschossen worden. Scheiß Skelett! Ich hab mal Lama bei mir im Haus. Lol. Okay. Scheiß Skelett. Warte, ich guck mal kurz. Hier. Bist du draußen, Steve, oder? Ja. Ich komm kurz raus, warte. Ich find den Ort doch nie wieder. Ach, hey. Warte. Hi. Meine 6 Diamanten. Danke. Okay, Leute, meine Mission ist es, meine Sachen wiederzuholen. Wow. Und ja, danach wieder so schnell wie möglich aus dieser Höhle raus. Wie lange habe ich Zeit, meine Sachen zu holen? Wisst ihr das so ungefähr? Ich glaube 5 Minuten. Okay, ich schaffe. Ist der Timer? Nein, er meint, dass sie despawnen. Achso, sorry. Das habe ich jetzt überhört. Ich weiß es leider nicht, André, tut mir leid. Okay. Ich hätte auch nicht, sorry. Ich sag dazu nichts mehr. Ich hab schwarze Katze gefunden. Katze ja zähmen. Ich hab auch einen so. Hund vor meiner Tür. Das sieht ganz nach meiner Höhle aus, Leute. So ein bisschen. Die? Ja. Hast du meinen Hund vor meiner Tür gesehen? Nö. Da steht ein Hund vor meiner Tür. Den habe ich gezähmt einfach mal, weil er jetzt vor meiner Tür geschillt hat. Ich hab ihn umgebracht.
Hast du nicht. Hast du nicht. Doch, hat er. Aus Versehen. Hat gedacht, das ist ein Wolf. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Doch. Nein, hast du nicht. Weil es sonst das letzte ist, was du getan hast. Wiedersehen, dann schon wieder um. Ich bringe ihn nicht nur um, ich rape seine Leiche, bis er nie wieder nachspawnen kann. Okay, ich habe auf jeden Fall den Gang schneller gefunden als davor. So, dann machen wir meine kleine Grasplantage hier. Ich baue hier ein bisschen Gras an. Okay, da war ich nicht. Na, Schäfchen. Hier schild und oben schild bei mir jemand. Naja, was heißt bei mir, aber. Oh, hier habe ich Gold übersehen. Hi, Kimschki. Okay, Leute, wir sind immer näher an dem Ort, wo ich gestorben bin. Ich hab mein Loot! Schade. Das ist echt traurig, ey. Hallo, Schaf. Was seid ihr denn eigentlich für miese Leute? Was habt ihr euch getan? Ich rede doch alles zusammen für die. Na, du weißt warum, Leute. Willi, ich habe dir nichts getan. In dieser Folge. Okay, dann stimme ich dir zu. Das kannst du auch nicht leugnen. Nee, das leugne ich auch nicht, das stimme ich dir zu. Du hast mir in dieser Folge nichts getan. Ja, und du bist voll fies zu mir. Sagt derjenige, der mir in allen anderen Folgen auf die Eier geht. Hä, du hast doch vorhin gesagt, du hast keine Eier. Ich habe damit kein Problem, keine zu haben, habe ich gesagt. Das habe ich lediglich gesagt. Also verdrehen wir nicht die Tatsachen hier. So Leute, da war das Gold. Gold. Wie ein Baum. Gold ist eigentlich nur praktisch für Verzauberungen, oder? Nein, nicht mal das. Gold ist nur goldene Äpfel, genau. Meine ich doch. Das ist das Einzige, wofür wir ein Gold braucht. Sonst ist Gold eigentlich nur ein Deko-Objekt. Okay. Und zu prahlen. Also wenn man so wie André ist, so protzig ist, dann ist es auch praktisch. Ich bin gar nicht protzig. Seit wann? Ich war noch nie protzig. Seit wann? Schon immer? Das bezweifle ich. Aber wie schon gesagt, ich sag zu dir nichts mehr. Wer soll dir das eigentlich noch glauben? Gesagt? Ich weiß, ich hab's vergessen. Wow. Also wenn ich jemandem sage, ich rede mit dir nicht mehr, dann vergesse ich das nicht. Ich habe nie gesagt, dass ich nicht mit dir rede. Ich habe nur gesagt, ich sag dazu nichts mehr zu dir. Ja, aber das... impliziert. Das ist was völlig anderes. Die beiden Sachen. Ich habe den Ausgang gefunden. Alter, nice. Du machst mich wahnsinnig, ey. Das ist Wahnsinn. Du machst warum mich Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Höhle? Höhle. Kimschki klaut dir die Tiere in meinem Umfeld. Lässt du Diamanten zurück? Gehen wir in den Brunnen tauchen. Okay. Was? Ich bin im Brunnen tauchen gegangen. So lol. Hätte ich gesagt, was also drin ist. Willi, ich kann mal mein Bett abholen, ja? Ja, gerne. Oh, ich gehe auf die Suche nach Tieren. Oh, noch ein paar Schafe, noch ein paar Tiere. Leute, da vorne ist mein Haus. Ich weiß gar nicht, dass ich so weit gelaufen bin. Raus die Klaus! Ich hab'n Slime. Ja, wollte ich gerade sagen, bei dir ist ein Slime-Block. Ich hab mich außersehen gemutet gehabt und wollte dir sagen, du hast die Tiere nicht gezähmt. Die Tiere sind freiwillig.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich die gezählt habe. Ich habe nur gesagt, dass du bei mir in der Nähe Tiere zähmst, habe ich gesagt. Also ihr müsst einmal was mit euren Ohren mal machen. Ihr versteht mich immer falsch. Aber Willi, nein, das eine impliziert das andere. Wenn du zu mir nichts sagst, dann ist das so, als würdest du nicht mit mir sprechen. Stopp, ich habe gesagt, ich sag zu dir nichts mehr. Ich habe auch nicht gesagt, ich rede nicht mehr mit dir. Oder ich sag dir nichts mehr. Das ist auch okay, was dann frage ich anders. Wo genau ist der Unterschied? Ich sag nichts mehr zu dem, was du machst. Also zu dir selber sage ich einfach nichts mehr, weil ich schnellst die Hoffnung mit dir aufgegeben habe, ey. Okay. So, ein Huhn und ein Schaf habe ich schon mal. Hier ist ein Fisch? Die Slimes wollen nicht sterben. Ich ist ja Fisch Ziele da. Ich hab's Slime-Bälle. Da kommt Schafchen. Komm. Braves Schäfchen. Oh, Farbe. Sehr schön. Ich glaube, mein Hund ist traurig, weil er nicht daherkommen darf. Ah, na cool. Mein Hund ist traurig bei seinem Besitzer. Ja. Steve. Tschüss. Steve, was hast du getan? Ich dachte erst, er hat meine Diamantspitzhacke mitgenommen, aber ich habe mich geirrt, Gott sei Dank. Weil sonst hätte ich ihn umgebracht. Ich hätte ihn eiskalt getötet. Bei Schweine braucht man ja Karotten. Ich hab Angst. In meinem Haus ist auf einmal Wasser. Wer hat Wasser in meinem Haus gesetzt? Was macht die bitte? Was macht die mit euren Häusern? Jemand hat Wasser in meinem Haus gesetzt. Mann, du bekloppte Kuh, dreh dich nicht im Kreis, sondern komm einfach. So, und jetzt mal Quarz sammeln, wa? Kommt hier Quarz? Braucht ihr dafür eine Spitzhacke oder eine Schaufel? Ich glaube, Spitzhacke. Spitzhacke, ja. Spitzhatzel? Spitzhacksel, genau. Spitzhacksel. Hast du ein Feuerzeug hergestellt und das angezündet, das Portal, ja? Ja. Alles klar. Es leuchtet so lila. Ja. Das ist schön. Das macht mich freudig. Ich glaube, ich suche danach nach einem NPC-Dorf. Ja, würde ich auch gerne machen. Ich brauche Kartoffeln, Karotten etc. Ja, ganze Gemüse und alles. Das ist doch cool, dann Melonen und Kürbisse. Können wir vielleicht zusammen gehen oder so? Oder? Also Leute, noch mal kurze Zwischenfrage. Ja. Wer von euch hat mein Haus beschädigt? Also in der nächsten Folge gehen dann Willi und Gifty auf der Suche nach einem PC-Haus und suchen damit Karotten, Kartoffeln, diese dann zumindest eine mit der Crew hier teilen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das Geheimnis darum, wer Andres Haus zerstört hat, wird für immer ungelöst bleiben. Oder es ist ein Fall für, wie heißt das? Das Unfassbare. X-Faktor. X-Factor. Für Galileo Mystery, wenn ich bitten darf. Okay, sorry, du Model. Für X-Factor, das Unfassbare. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. 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 Also ich dachte erst echt, du ignorierst vor allem komplett so. Wieso? Weil er hat was gefragt und du hast direkt so gesagt, ja, tschüss, wa? Ich weiß. Das war auch die Sache ist, ich wollte gerade eigentlich die Aufnahme aufhören mit Aufnahme. Dann musste ich mich mal stumm, weil ich niesen musste und meine Nase stauben wollte. Und dann kam ein anderer mit seiner Frage. Ich so, okay. Genau, ich dachte, das stimmt mit Absicht oder so. Ja, wenn die dann treffen wir uns gleich und dann bei deiner Aufnahme.